Wenn ihr euch für den Canon-Newsletter angemeldet habt oder eure Produkte bei Canon registriert habt, dann habt ihr vermutlich auch ein E-Mail bekommen, in dem euch Canon informiert, dass das CPS-Service zukünftig kostenpflichtig ist. CPS steht für Canon Professional Service. Das ist ein Reparatur- bzw. Austauschservice für eure Ausrüstung. Wenn ihr zum Beispiel in den nächsten Tagen einen Auftrag habt und euer Equipment, egal ob Kamera oder Blitz oder Objektiv, kaputt wird, dann könnt ihr durch das CPS von Canon Ersatzausrüstung bekommen, damit ihr den Auftrag trotzdem noch durchführen könnt. Zusätzlich könnt ihr eure Ausrüstung natürlich einschicken, damit ihr von Canon repariert wird. Wenn ihr eure Produkte mit der Seriennummer bei Canon registriert, dann ist es so, dass ihr abhängig von der Anzahl und von der Wertigkeit der Produkte Punkte bekommt. Und diese Punkte definieren, in welchem CPS-Level ihr euch befindet. Je höher die Stufe ist, in der ihr euch befindet, desto schneller bekommt ihr zum Beispiel Ersatzausrüstung. Canon verkauft das Ganze so, dass sie uns dadurch verringerte Ausfallzeiten, Rabatte auf Reparaturen oder einen kostenlosen Versand anbieten. Dazu gibt es auch noch Reparaturpläne und Coachings. Es wird auch den Zugang zu einem Priority Helpdesk geben und die Kosten sind steuerlich absetzbar. Wenn ihr das CPS-Service zukünftig auch kostenpflichtig nutzen wollt, dann müsst ihr euer bestehendes Konto einmal migrieren. Das heißt, ihr erstellt ein Business-Konto und übernehmt eure Produkte, eure Punkte und euer Level. Ihr könnt euch auch aussuchen, ob ihr auf eurem Level bleiben wollt oder ein niedrigeres Level nutzen wollt. Canon validiert dann die Produkte, gibt das Konto frei und schickt euch eine Rechnung. Und zu den Kosten komme ich gleich noch. Auf der höchsten Stufe bekommt ihr 20% Rabatt auf den finalen Rechnungsbetrag, wenn es um Reparatur, Service und Wartung geht. Es gibt einen unbegrenzten kostenlosen Versand, sowohl Hin- als auch Rückversand, am nächsten Werktag. Ihr bekommt ein Guthaben für die Wartung eurer Ausrüstung in Höhe des Jahresrechnungsbetrags. Es gibt den Zugang zu einer exklusiven CPS-Hotline, um potenzielle Probleme mit der Ausrüstung zu lösen. Weiters gibt es noch eine Business-Session mit Experten, um live Tipps und Tricks, Beratung und Hilfe zu bekommen. Und ihr könnt auch Teil einer Community von führenden Profis werden, um euch Inspiration zu holen. Bei den Vorteilsstufen bzw. Kosten gibt es 2x3 Pakete. Auf der einen Seite gibt es die KMUs, das sind kleine und mittelständische Unternehmen oder Freiberufler. Da habt ihr zum Beispiel Silber um 100 Euro, Gold um 200 Euro oder Platin um 350 Euro pro Jahr. Wenn ihr zwischen 25 und 250 Ausrüstungsgegenstände registriert habt, zählt ihr für Canon als Großunternehmen und da gibt es dann auch 3 Stufen. Stufe C mit 1000 Euro, Stufe B mit 3000 Euro oder Stufe A mit 5000 Euro Jahresrechnungsbetrag. Der Rechnungsbetrag ist jährlich fällig. Auf der Homepage steht leider nichts Genaueres darüber, ob der Betrag auch monatlich abgebucht werden kann. Canons neues CPS-Service kann jede Einzelperson nutzen, die ein Unternehmen registriert hat. Wenn ihr also Hobbyfotograf seid, dann könnt ihr das neue CPS-Service so leider nicht nutzen. Dafür gibt es aber den Canon Club. Im Canon Club gibt es auch wieder 3 Stufen. Je nachdem, wie viele Punkte ihr gesammelt habt. Stufe 1 von 1 bis 100 Punkte, Stufe 2 von 101 bis 350 Punkten und Stufe 3 über 350 Punkte. Leider konnte ich nicht rausfinden, ob man in diesem Canon Club auch irgendeine Art von Reparaturservice in Anspruch nehmen kann. Ich fürchte aber fast nicht. Auf der Homepage steht zwar, dass man auf den unterschiedlichen Stufen unterschiedliche Vorteile freischalten kann, aber das sind eher nur so Vorteile wie Beratung und auch Experteninfos und solche Sachen. Wenn das Video bis jetzt für euch hilfreich war, dann lasst mir gerne ein Like da und schaut euch das Video in der Endcard an. Da gebe ich euch 10 Fakten zu der Canon L Objektivfabrik, die ihr noch nicht kanntet. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!